sie ganz viele Sachen kauft, die pink und lila sind. Und sie hat mich aufgefordert, dass ich die Challenge auch mal machen sollte. Und dann dachte ich, hey, ist eine gute Idee. Und wir machen die heute aber mit einem Quiz. Nicht pink versus lila, nein. Pink versus Dookies. Wenn ihr dann mein Video gesehen habt, schaut auf jeden Fall bei Kleine Familienwelt vorbei. Da könnt ihr dann herausfinden, ob Evie Typ Pink ist oder Typ Lila. Aber jetzt finden wir erstmal heraus, ob ich Typ Dookies bin oder Typ Pink. Aber bevor wir anfangen, haben wir natürlich wieder eine Challenge für euch. Schafft ihr es, meinen Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. 1, 2, 3, vorbei. Habt ihr es geschafft? Hoffentlich. Und jetzt fangen wir wirklich mal an. Mia guckt Löcher in die Luft. Alles okay, Mia? Ist okay? Ich denke, alles ist okay, Mia. Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe? Pink oder Türkis? Ich mach's anders. Also, wenn du diesen anlegst, das ist Türkis. Das ist rosa. Mia? Mia? Welchen Namen? Guck mal, sie hat's für dich. Mia? Mach schon gleich, wenn du abdecken willst. Du bist Team Türkis. Mia mag die Farbe Türkis, ey. Du magst die Farbe Türkis? Ah, das magst du. Also, Mia ist Typ Türkis. Oder die ist auch Team Pink. Ich meine, sie hat ein pinkes Kuscheltier, aber die Flügel und Augen sind auch so ein bisschen Türkis. Wer weiß. Ich habe ganz viele Sachen für dich besorgt. Okay, danke schön. Bitte schön. Wir gehen jetzt ins Studio und dann gucken wir mal, welcher Typ du bist. Ja. Wir sind jetzt unten und ich bin echt gespannt, was Mama hier versteckt hat. Und das ist auch noch die erste Runde. Okay, gut, dann mache ich das mal hier so. Beide sind ja super schön. Ich habe hier so einen Meerjungfrauenstift und dann auch so einen Einhornstift. Also, ich glaube, ihr wisst, welchen ich nehmen soll. Den Meerjungfrauenstift? Nee, ich finde irgendwie diesen Einhornstift so puschelig und süß. Ich meine, pink ist eher meine Farbe, aber gleichzeitig ist dieser Meerjungfrau-Stift auch sehr süß. Ich glaube, ich nehme den pinken. Ich meine, der ist so pustig und süß. Oh. Der Deckel geht nicht ab, aber immer noch so pustig und süß und einfach Einhorn. Ja, ich entscheide mich für diesen. Ja. Jetzt sind wir bei Runde 2. Ich bin echt gespannt, was hier ist. Okay. Bang. Sachen. Also vom Aussehen gefällt mir das auf jeden Fall. Ich meine, es sieht so schön rosa aus. Ups. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Also, komisch. Ich bin nicht der größte Fan von Erdbeeren. Also, schmeckt mir nicht so. Aber, vielleicht schmeckt es dann noch schlechter und das da schmeckt dann besser. Dann mache ich halt immer meinen Weg auf. Sieht schon mal sehr interessant aus. Ja. Probieren wir. Oh mein Gott, die Nüsse fallen ja überall hin. Das da schmeckt viel, viel besser. Ich entscheide mich für das da. Das tue ich. Jetzt sind wir bei Runde 3. Und ich bin echt gespannt, ob ihr Team Türkis oder Team Pink seid. Ihr dürft auf jeden Fall in den Kommentaren noch mitmachen. So, jetzt schauen wir erstmal, was hier drunter ist. Bananenbomben. Also, die da ist super Türkis. Die da ist mehr Gold und Lila, aber da ist noch ganz viel Pink drin. Also ich liebe Badebomben, egal welche Farbe die sind. Ich kann jetzt nicht wirklich riechen, aber die riechen beide gleich. Ich nehme die Galaxy Badebombe. Jetzt ist Runde 4. Könnt ihr schon erraten, wie es dann am Ende wird? Ich noch gar nicht. Es ist ja 2 zu 1 für Pink. Aber jetzt schauen wir erstmal, was hier drunter ist. Also, das da, sieht man, ist blau. Aber ich denke, Mama hat dazu nichts Türkises gefunden. Also, blau zählt auf. Ich meine, Türkis ist ein bisschen blau. Ihr versteht, was ich meine, oder? Okay, gut. Also, ich finde das Pink super schön. Und Pink ist mein Lieblingssuperpuppe. Und Megalang, das... Oh, Megalang. Das ist schon echt schön. Und die blaue ist echt schön. Nur das schmeckt mir dann nicht so gut. Also... Wieder pink. Aber warte, ich muss probieren. Pink, du bist erst dran.
Jetzt sind wir bei Runde 5. Ich freue mich schon richtig, was wir hier machen. Vielleicht ist Kies heute besser. Hm, wer weiß. Nicht gleich. Ein schlechter Speck. Also ich weiß schon mal, dass ich den Türkis nehme, aber taste test. Der schmeckt also super. Bisschen wie Pudding, aber schon echt cool. Die Löffelchen drauf. Also, hast du leider nicht gewonnen. Türkis hat heute gewonnen. Ich finde irgendwie ohne irgendwas anderes Milchreis allein echt lecker. Bin ich die Einzige. Also ja. Nächste Runde. London. Mein Gott, warum habe ich das nur gemacht? Also, Pink und Türkise. Füller. Nice. Also, ich finde es super gut, weil wir machen beide unseren Füllerführerschein. Also, freue ich mich richtig darauf. Also, Türkis. Ich finde ihn viel schöner, weil er so pastell ist. Ich glaube, ich nehme den Türkisen. Also, es steht 3-3. Ich hätte es nie gedacht, dass es unentschieden steht. Aber wir haben noch ganz viele Runden. Mal schauen, was hier ist. Oh, wisst ihr, wo ich 3-3 gesagt habe? Ich meinte 3-4. Snickers und Erdbeer-Kitkas. Also, ich muss einfach probieren. Das muss ich. Ey, lass nur so ein bisschen, kleines bisschen Erdbeeren drin. Oh. Jetzt kommt der mehr Erdbeere, aber erst, wenn man das ganz schnell isst, so an. Schon lecker. Leckerer als Kitkat. Okay, du gewinnst mal wieder. Ohne Fall, das ist echt lecker. Runde 7. Mal schauen, was jetzt hier ist. Oh! Das hat Mama ja schon Sonderpreis gekauft. Seht ihr, Sonderpreis. Das ist ja mal krass. Also ja, jetzt öffnen wir erstmal das Rosa, ne? Ich finde es viel süßer. Mal schauen, wie kriegt man es aus? Also, hier sind die Dinger. Die sind echt satisfying. Muah, muah. Beide sind sehr satisfying. Nur das dann, da muss man richtig schön drücken, um das zu bekommen. Und hier ist einfach nur... Keine Ahnung, irgendwie finde ich das Pinke viel schöner. Aber die sind echt lustig. Brrr, 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 brrr. Oh mein Gott, die kleben. Oh mein Gott, die sind einfach zum Schießen. Aber ich entscheide mich fürs Rosane. Hier steht 4-4. Runde 8. 9 wurde mir gerade gesagt. Mama ist die Kamerafrau. Hat einfach so nice. Also es ist Runde 9. Wow, Runde 9. Also ja, mal schauen. Nagellack. Die sind ja so schön. So schön glitzerig und pink. Ho, aber das da ist so ein bisschen... Nein, ich nehme wieder pink. Diese Runde war echt schnell. Die Runde 9. Die Runde 9, nicht 8, 9. Runde 10! Weil es ja von den 9 war. Danke, Mama. Mal schauen. Oh. Du willst mich veräppeln, oder, Mami? Nein, das ist doch total gelb. Hier ist die Packung wenigstens. Türkis. Tschüss, geh weg. Runde 11. Yay! Also ja, jetzt ist Runde 11. Mal schauen. Haribo! Türkis und Pink. Also, jetzt muss ich aussuchen, was cool aussieht. Aber ich denke, das da. Weil so Gummi-Haribo, da fühle ich mich am Ende immer so schlecht. Aber ich werde trotzdem den Face Test machen. Hat ich schon extra ein rotes. Warum knistert hier alles heute? Knistertag! Warte. Du, geh wieder rein. Super lecker. Nur, na, werde ich mich schlecht fühlen. Das weiß ich. Also,
Wieder mal rosa. Das ist lecker. Runde 12. Das ist der Runde 12. Mal schauen. Fanta? Fanta. Was ist der Unterschied? Das sind zwei. Ja, ihr habt blau, rot. Hahn, Flasche. Ich probiere erstmal die blaue. Türkis und rosa. Sure. Ja, türkis. Rosa, natürlich. Für Farbenblinde. Für Farbenblinde. Da, geschafft. Das schmeckt mir nicht so gut. Schmeckt irgendwie nach Seife. Yeah. Sieht das komisch aus? Man legt so ein bisschen. Also wie ihr sehen, könnte ich ja nicht das auftrinken, aber schmeckt lecker. So trinkt man, oder? So trinkt jeder Mensch das am Ende. Halt vom Saft draußen ist, oder? Runde 13. Also ich denke nur, da ist eine Fliege. Also ich denke, es ist Runde 13. Warum denke ich das? Ich weiß, dass es Runde 13 ist, aber ich denke, es ist Gleichstand. Vielleicht wird es doch nicht Gleichstand. Wir werden es mal sehen. Oh, ich liebe so Dip-Dinger. Also, wenn ihr die Dinger nicht kennt, dann hat man so einen Lolli, den macht man mit der Spookiness. Dann macht man den da rein und dann klebt so ein Dingy, so was Süßes dran, was man essen kann. Und dann kann man die Süßes ganz viel essen und dann am Ende kann man einfach den Lolli essen. Aber das ist ein spezieller Lolli, weil das da, wenn man da den Stiel knickt, dann leuchtet er. Und jetzt haben wir dann auch mal ein Rot. Also das ist super lecker. Wenn ich richtig sehe, das ist orange. Aber mal schauen, ob das kleine Knisterding hier orange ist. Also das ist ja orange. Nicht lila. Das ist ja dumm, aber lecker. Du müsstest dich noch entscheiden. Oh ja. Ich entscheide mich für das Blaue. Obwohl ich gerade das Pinke esse. Doch nicht gleich dann. Wusch! Labello! Also den muss ich ausprobieren. Oh mein Gott. Ich nehme erstmal den Pinken. Oh mein Gott, das ist so passend. Schwierig zu sehen, welche Farbe er hat. Aber ich denke ja diese Farbe, weil ich habe schon Labello an. Ich färbe so die Lippen. Oh nein, es riecht ja nach Zahnpasta. Ich entschiede mich für Pink. Ich meine, ich will ja keine Zahnpasta an den Lippen. Und jetzt schaut erstmal bei Easy Baba. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wenn, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Hier unten könnt ihr noch zwei Videos von uns gucken. Und wir sehen uns dann.